Es geht um 37 Minuten eines Tondokuments, in dem sich vier deutsche hochrangige Offiziere vor allem über eine mögliche Taurus-Lieferung an die Ukraine unterhalten. Der Mitschnitt der Bundeswehrbesprechung ist nach Informationen von ZDF und deutscher Presseagentur echt. Das Gespräch sei authentisch und habe stattgefunden, meldet die dpa ohne Nennung der Quellen. Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz versprach rasche Aufklärung. Am Rande eines Besuchs im Vatikan sprach der SPD-Politiker am Samstag von einer sehr ernsten Angelegenheit. Auf eine Frage der dpa nach möglichen außenpolitischen Schäden sagte er: Das, was dort berichtet wird, ist eine sehr ernste Angelegenheit und deshalb wird das jetzt sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr zügig aufgeklärt. Das ist auch notwendig. Schönen Dank.